Herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft mit Sven im Gespräch. Hey, keine echten Namen. Du hast doch eh keinen Kanal, von daher ist es doch scheißegal, oder nicht? Ach komm, ich brauch was zu essen. Oh, ja. Super, ich hab noch nicht mal irgendwas. Ich weiß gar nicht, was haben wir in der letzten. Was hab ich in der letzten Folge noch alles gemacht? Dann bestell was beim Pizzataxi. Ach scheiße, ich hätte glaube ich meine Einstellung eben noch ändern sollen. Weißt, dann mach doch und fang nochmal von vorne an. Nein, kann ich nicht. Die Welt wird gespeichert. Das kann ich ja jetzt schnell eben hier noch machen. Geht ja relativ schnell. Hallo, Kaninchen. Na, du schmeckst sicherlich lecker. Ja, Kaninchen schmeckt lecker. Ich hab noch nicht Kaninchen gegessen. Glaub ich. Das weiß ich, was meine Eltern reserviert haben. Oh, ich schmeck Pferd. Ich hoffe, meine kleine Schwester sieht das Video nicht. Wie Lasagne. Ja, Sven, ich glaube, da hast du schon mal einen Minuspunkt bei meiner kleinen Schwester geholt. Na, das haben wir alle schon. Ich glaube, wenn ich danach fragen würde, würde sie sagen 6000. Wie heißt das so schön? Zwei Schichten Nudeln und ein Pferd aus der Bretagne sind noch längst keine richtige Lasagne. Jetzt habe ich es geschafft. Was? Ach, ich versuche hier gerade eine bestimmte Datei aus dem Cache zu extrahieren und das war ein bisschen frickelig, weil ich den Browser neu habe. Hervorragend, jetzt habe ich's raus. Gut, habe ich die Lava oben eingeschlossen. Ich werde auch gleich belohnt mit Kohle und Eisen. Okay, ist zwar jetzt nicht sehr viel, aber immerhin etwas. Ich werde jetzt ab sofort nicht mehr 15 Minuten Folgen hochladen, sondern 20. Also musst du noch 10 Minuten länger wach bleiben, als du wolltest. Meine Güte, gut, dass morgen Samstag ist.
Ja, gut, dass ich in 14 Stunden Schwimmtraining habe. Und mein Vater mich in 9, und mein Vater mich in 9 Stunden aufweckt. Wenn das denn funktioniert bei dir mit dem Aufwecken? Was? Wenn das mit dem Aufwecken bei dir dann auch funktioniert. Das funktioniert immer. Da bin ich mir nicht so sicher, ob da alle Beteiligten dem zustimmen würden. Glaub mir, ich bin über die Woche jetzt. Ich brauche das Wochenende eigentlich zum Ausschlafen, aber nein, meine Eltern müssen ja unbedingt Besuch einplanen. Ich brauche unbedingt Ausschlaf, damit ich wieder jeden Wochentag bis 3 Uhr morgens wach bleiben kann. Ein bisschen viel, nicht? Was glaubst du, wann ich sonst meine Folgen aufnehmen soll? Natürlich morgens um 3. Nein, morgens um 3 sind die meisten mittlerweile hochgeladen. Also. Ich nehm die dann irgendwie immer um kurz vor Mitternacht auf. Cool Eisen. Und cool, sogar gleich die perfekte Höhle zum Strip Mining für Diamanten. Aber ich glaube, dann nehme ich mal lieber die Spitzhacke, weil die gute Eisenspitzhacke will ich ja nicht ruinieren. Ich bin am Überlegen, ob ich einen Bahnhof bauen sollte hier unten. Am besten noch mit einer richtig coolen Bahnhofeinstieg. Auf der einen Seite ist so ein Fallschacht und auf der anderen wieder eine Leiter. Das hätte doch auch was, oder? Bau doch einen U-Bahnhof. Ja, U-Bahn. Unterirdisch, auf Höhe 10 vor allem. Ich glaube, hier unten werde ich eine Mine anfertigen und dann irgendwo ein bisschen höher werde ich dann irgendwie so eine Mine, also irgendwie, sag schon, irgendwie so eine Art Bahnhof bauen, wenn ich natürlich 2 Häuser habe. Am besten dann so richtig schön mit Minenstrecke verbinden. Was ich mir jetzt schon alles vornehme, ne? Bei der 6. Folge. Ich hoffe, da erinnert sich in ein paar Jahren keiner mehr dran. Erst wird es ein Bahnhof, dann wird es Stuttgart 21, dann fängst du an, einen Flughafen zu bauen. Wo soll dann fange ich an, hier immer Mods drauf zu installieren. Dass ich auch wirklich Flugzeuge benutzen kann und dann kommt irgendwann eine richtige Dampfer und dann kommt irgendwann der Erste Weltkrieg. Ach so. Und irgendwann der Zweite. Sind wir irgendwann in der modernen Welt. Also für den Ersten Weltkrieg brauchst du noch ein paar Zeppeline. Ja, so ein richtig schön großes Luftschiff. So wie bei Indiana Jones 3, unten noch mit so einem kleinen Flugzeug unten dran. Und dann natürlich alles funktionsfähig. So, irgendwie wird schon Mod geben dafür. Normalerweise wäre die Folge in 5 Minuten zu Ende. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen Holz fällen. Ich habe ein paar Bäume zu viel gesetzt, glaube ich. Okay, ich habe doch ein paar Bäume zu viel gesetzt. Dafür gibt's den Kettensäger. Ja, du, im Real Life. Hier muss Steve ja alles per Handkantenschlag erledigen am Anfang. Ja, dann machst du. Mit der Schacken-Norris-Faust am besten. Ja, komm, wird Nacht. Ich will pennen. Thank you.
Oh, ein Lagerhaus brauche ich auch noch. Ich werde mich freuen. Da. Eisenrüstung machen. Nein! Ich war natürlich oberschlau. Und das vor allem im Let's Play. Ich bin so super. Super, hab ich jetzt ganze 7 Eisen verbraten. Super, was mache ich jetzt mit Schuh und Helm? Helm braucht man ja nicht in der Mine, oder? Was glaubst du? Ich kenne ja deine Minen nicht. Du sind ja nur so aus Cobblestone bestehend, also sehr wackelig. Könnt hier nur mit einstürzen. Normalerweise bräuchte man da schon einen Helm, aber ich glaube, bei dir trifft das ja kein wichtiges Körperteil. Dann tut das nicht Not. Nö, ich glaube auch nicht. Ach cool, ich habe noch genug Eisen für einen Helm. Und dann habe ich kein Eisen mehr. Was Wichtigste ist, wir haben immer eine Wechselhose dabei. Ja, ich habe noch eine Wechselhose dabei. Ja. Da, sobald meine Iron Leggings kaputt geht, nehme ich mir halt eine neue Iron Leggings. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, immer eine Wechselhose dabei zu haben. Ja, das Blöde ist nur, die ist aus Versehen entstanden. Falls mal ein Unglück passiert. Und die gute Hose kaputt geht. Was hier ja durch eine Apokalypse passieren kann. Aber wie soll man sich denn wie soll man sich denn sonst die Zombies erklären in Minecraft? Ich denke, das sind nur Skelette. Nein, es gibt Zombies. Der Creeper sollte mal ein Schwein werden. Ach so. Ja, dann kannst du ja mit dem Left 4 Dead Hintergrundbild sowieso noch mehr anfangen. Oh, ich brauche unbedingt was zu essen. Ich weiß gerade gar nicht, kann man im Easy-Modus schnell Hunger verrecken? Ich habe nie so einen Todesnall in Minecraft. Probier's aus. Muss ich jetzt rohes Kaninchen essen? Mach mir mal ein bisschen Leder. Das Kaninchenfell. Ich glaube, ich sollte mir mal ein bisschen Weizen einpflanzen. Hattest du dir eigentlich das Video angeschickt, was ich dir geschickt habe? Nein, noch nicht. Ach nö, ich hör schon irgendwo einen Zombie röcheln. Ich höre das.
Ja, das ist aber nicht dein Kanal, ne? Wie mein Kanal? Ah, ich habe hier gerade einen anderen Lasse HD gefunden. Der ist. Aber der scheint nicht mehr aktiv zu sein. Wenn du das filterst nach nur Kanäle, dann müsste ich als zweite stehen, soweit ich das gesehen habe. Ja, das stimmt. Ich habe es gerade gemacht. Müsste ich der zweite sein mit dem komischen Kopf. Was ich eigentlich mal aktualisieren sollte, weil der Kopf passt nicht mehr. Ich habe jetzt ein Headset auf. Oh fuck, ich brauche was zu essen. Ich glaube, ich gehe mal auf Schweinchenjagd. Oh. Aber wollen wir noch blau? Andere gehen zum Kühlschrank. Hier in Minecraft musst du natürlich jagen gehen. Hier ist es ja. Ja. Ein Kaninchen. Ich glaube, ich gehe mal zurück zu meinem Ofen. Brat mir da jetzt gleich ein schnelles Hähnchen, esse das und dann gehe ich gleich mal mit 6 Bohrmehl dann zurück und mache mir ein bisschen Weizen. Da brat mir so einer einen Storch. Es gibt Hähnchen in Minecraft, Mensch. Schön knusprig. Ja. Gekocht schmeckt doch alles lecker. Nicht alles, aber das meiste. Eis gekocht, glaube ich, schmeckt nicht leckerer. Aber super, bringt nicht viel. Hoffe, das reicht, um einmal hin und zurück zu rennen. Ich backe in dieser Folge noch ein Brot, mein eigenes Brot. Vollkorn oder? Weizen. Warte, kann ich dir gleich sagen? Das sieht mir nach Graubrot aus. Und ich wollte so gerne Toast. Der Tag steht noch hell am Tage. Ja, und damit verabschieden wir uns dann von Let's Play Minecraft. Tschüss. Tschüssing.